Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explore IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Letzte Folge haben wir angefangen. Ein Traum aus der Asche und ja. Wir müssen drei Personen jeweils ein Amulett überreichen. Ist Ende letzter Folge ein bisschen ausgeartet. Nummer 2 müsste jetzt hier oben eigentlich stehen und der dürfen wir dann das Amulett geben. Und dann müssen wir noch Nummer 3. Finden. Wo ist sie denn? Kämpft ihr so oder was? Räum die Straße, Schmarotzer! Hey, was? Lauf an! Du hättest. Alter. So. Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Kein Problem. Ich hole mir meine Belohnung woanders. Genau. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Vision verrieten ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinnef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn ich es trage. Gut. Und Nummer 4 ist hier oben direkt. Dann sind wir doch fix dabei. Ah ne, wir müssen jetzt hier runter, ne? Das war's. Okay, halt, hier liegt noch was. Das war's, okay. Okay. Mach mal die Funzel an hier. Wo sollte er denn sein? Sind wir überhaupt richtig? Den haben wir doch schon. Von 4 Amulette abgeliefert. Erkundungsgebiet. Er zeigt uns auch nichts an. Okay, latschen wir nochmal hier unten durch. Haben wir da irgendwas übersehen? Letzte Folge haben wir uns schon Ast abgesucht hier. Ruckel, ruckel. Das. Was? Okay, nein, nein, nein. Steck euch in Brand, ihr. Den hier kann ich nicht mehr retten. Ihr Göttlichen, umkreist ihn. Möge das Amulett sein K beschützen. Das waren alle drei Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Jo, könntest du. 130 Meter. Gut, dann. Hopp. Hoffe ich mal, dass wir nicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt zum vierten Mal hier unten. Ist zwar schön, aber irgendwann reicht's dann auch. Zack. Achso. Tageslicht. So. Bin mal gespannt, ob die Quest dann fertig ist oder ob es noch weitergeht. Wir haben auf jeden Fall noch eine Nebenquest hier, die werden wir danach annehmen. Und dann lunchen wir mal, ob wir hier noch was zum Entdecken haben. Was sind wir jetzt hier beim Boot? Macht er die Mücke? Hast du die Amulette verteilt? Mhm. Ja.
Eins kam jedoch zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nil. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis, größer als ein Berg, größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die... Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich werde verwundet. Dann steige ich durch dunkles Wasser auf, um zu... Okay. Wo sind wir jetzt hin? Was macht denn der da? Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Ja, bitte. Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier. Und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Irgendwie traue ich dem nicht. Nur 63 Meter. Gut, dann nehmen wir unsere Schaluppe nochmal. Düsen mal kurz dahin. Ja, wir rufen Senju, aber erst wenn wir da sind. Nein! 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 Gib Gas! Rückwärts? Rückwärts geht. Okay. So, vorwärts. Ich glaube, das ist eine gute Posi. Da sind wir. Gut. Gehen wir noch ein Stückchen näher ran. Und Schwuppsassa. Hinab. Hier haben wir schon gelootet, ne? Hier war nichts mehr. Oder haben wir respawn? Nein. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich jetzt sage, ich traue dem Kerl nicht. Irgendwas passiert doch gleich. Das ist unser... Da. Aber Explorer sei nicht mal so negativ. Es gibt doch gute Menschen in diesem Spiel. Und Gummi. Da wären wir. Oh, Kollege. Hier ist die Statue. Chnum, Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, o Licht,
Tritt hervor, Oli. Dafür müssen wir Sanjo rufen, oder was? Erhebe dich, o Licht, o Licht! Du, der du ohne es bist, tritt hervor! O Dunkel, hebe dich hinweg von seinen Augen! O Gott des Sehens, bringe ihm das Licht! O Apophis, der du dich im Abgrund windest, hinweg! Barje Danesse, tritt hervor aus dem Strom. Nimm ihn als Gast auf deinem göttlichen Schiff an, wenn deine Segel sich zum Gestern wenden. Chnum, stehe neben ihm als sein Erwählter. Und jetzt? Was macht denn der da? Sitze neben dem See, um die Fähigkeit meditieren. Ach so, okay. Okay, Entschuldigung, man sollte auch den Questtext lesen. Ja. Sonst geht's gut, ne? Der See ist fort. Wie kam er von der Insel? Ja, ne? Quest erledigt? Es? Quest? Jo. Gut, wir hätten jetzt noch das Geheimnis der ersten Pyramiden. Balk trifft einen Gelehrten, der unermüdlich nach einer verlorenen Kammer sucht, die irgendwo zwischen den ersten Pyramiden. Finde den Gelehrten Merkes. Ja, und hier haben wir noch was? Hier haben wir noch eine Nebenquest. Und dann war es das hier auch, ne? Vorerst. Papyrus kann man dezent ignorieren. Gut, dann gehen wir mal eben die Nebenquest noch annehmen, aber dann machen wir dann in der nächsten Folge dann das mit den Pyramiden. Nach dem Ladebildschirm. Und. Plups. Was sagen eigentlich unsere Pfeile? 6 von 9 müssten wir vielleicht auch mal wieder auffüllen. Bevor wir die nächste Aktion in Angriff nehmen. Wo waren wir jetzt in dem Quest? Hornichiru. So, da war sie. Dorthin entlang. Wie oft sind wir hier schon runtergekraxelt? Der Tempel des Ptah. Wir haben da noch einen Schatz. Wieso wird auf der Karte nicht angezeigt? Sperrgebiet hier? Ganz einfach, weil wir es können. Was? Böser Vogel! Hab ich dich! Stirb, du Sau! Was? Wie kann der uns sehen? Hier schlag ich dich tot! Ja, wer kommt noch? Ein bisschen Action ja. Aua! So. Wer bist du? Was willst du? Warum weinst du? Ach, das ist schwanger. Dein Fluch ist gebannt. Ja. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest...
Lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Was? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Okay. Flup, flup, flup. Ich hoffe, du findest diese Dinge ohne Schwierigkeiten. Lass mich in Ruhe. Ja, ist okay. Zuerst den Ritualgegenstand und dann die Vögel jagen. Sind hier drin Agro auf uns? Hier drüben. Pass auf. Bin gleich da. Durchhalten. Was war denn jetzt? Da ist ein Schatz. Gut, ich würde sagen, machen wir in der nächsten. Oder machen wir jetzt? Machen wir jetzt? Da ist ein Schatz. Mach auf. Okay. Und hier war noch irgendwas zum Lesen, glaube ich. Davon brauche ich mal weitaus mehr als nur eins. Lasst geschrieben stehen, dass dieser Tempel von nun an das Gefäß für alle weltlichen Besitztümer der adeligen Häuser Ägyptens ist. Mögen diese Mauern alles behüten, das ihnen lieb und teuer ist. Aha. Was bist du? Schwere Klingenwaffe. Okay. Wache kommt zurück. Gut. Kommen wir hier dezent raus, ohne Ärger zu bekommen. Alles klärchen. So, das haben wir alles, ne? Dann würde ich sagen, quischt. Nein, nein, nein. Obwohl, die ist vom Level her jetzt die niedrigste Quest, die wir gerade angenommen haben. Ne, das Geschäft und hole einen Fruchtbarkeitstalisman. 70 Meter? Habe ich das gerade richtig gelesen? Drücke Center. Gut, danke. Weiß nicht, wieso man immer den Geier rufen muss. Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Okay. Komischer Ort dafür. Ja, finde ich auch. Aber dann gut. Ah, na herein in meinen Laden. Ein Magi. Wie überraschend. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Okay, Verzeihung, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Schesch. Ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? Hier gibt es nichts von Wert.
Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ah, sie verbirgt etwas. Ein Inventar. Der blauglasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ich sollte mich weiter umsehen. Okay. Mal durch. Wie? Wie sollen wir denn da hinkommen? Ist ein Durchgang? Bewegen. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Timehotep wird sich freuen. So, Flamingozungen und Reiherfedern. Sonst noch was hier? Du hast dich lang genug umgesehen, Magi. Du verängstigst die Kunden. Ich kann dich treffen. So. Was sollte das jetzt hier werden? Gut, dann gehen wir wieder raus. Flamingo-Zungen und Reiherfedern. Und ich glaube, wir meditieren, obwohl die Vögel jetzt wahrscheinlich schlafen, ne? Aber wir sind auch schon wieder bei 22 Minuten. Was ist da los? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Los! Und gib den Weg frei! Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye-bye und ciao, ciao.